Ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Einblick hier auf unseren Trading Floor in Frankfurt. Willkommen bei Heavy Traders. Und ja, Biden hat gesiegt. Das konnte man vielleicht auch schon am Freitag natürlich absehen. Der DAX, der feiert das sofort weiter. Wir sind knapp über die 12.700-Punkte-Marke gesprungen. Seit 9 Uhr konsolidiert der DAX jetzt so leicht, aber die positive Tendenz kann man somit auch fortsetzen. Wir schauen uns das natürlich dann gleich nochmal charttechnisch an. Der Trade des Tages für uns heute, den beziehen wir auf die Warta. Warta heute mitunter einer der größten Gewinner im MDAX, hat wichtige Marken überschreiten können. Vor allem haben wir auch die Zahlen, die am Donnerstag preisgegeben werden. Und wir finden, dass die Warta ein interessanter Trading-Wert ist, den wir heute mit euch besprechen wollen. An der Stelle der Hinweis, wie immer, habt bitte Verständnis dafür, dass wir hier nicht genügend Zeit haben, um die Dinge auch fundamental und natürlich auch charttechnisch im Detail aufzustellen. Wir wollen natürlich auf unsere Team-Trades schauen, die euch eventuell auch interessieren. Deswegen schaltet um 14.15 Uhr in unseren hauseigenen Livestream unter heavytraders.live, damit ihr dann auch entsprechend dabei seid. Dann lasst uns keine Zeit verlieren, wir schauen in die Charts. Folgende Situation im DAX, ihr seht es hier ganz deutlich, wir hatten mehrere Ziele, seitdem der DAX ja im Bereich der 11.600 Punkte gelandet ist, mehrere Ziele auf der Oberseite abgesteckt. Wir sind jetzt auch heute mit der, ja ich sag mal mit dieser Rallye-Bewegung, die erneut nochmal einmal ein paar Punkte draufgelegt hat, knapp an die 12.800 Punkte Marke rangekommen. Der DAX konsolidiert jetzt über den Tag, also wir denken aber schon, dass wir, also den Bereich gerade vielleicht nochmal zwischen 12.650, vielleicht sogar 12.600 Punkte nochmal anstellen können. Wir sehen hier schon die Möglichkeit, dass man sich hier mit, ja ich sag mal, dieser V-förmigen Korrektur, weil man muss da mittlerweile davon sprechen, wir können uns hier, glaube ich, ganz gut einkaufen und das ist nämlich auch geplant, dass, und das kennt ihr vielleicht auch von uns, dass wir gerade im DAX oder generell bei Indizes ja sehr spontan auch immer mal ein Zertifikat aufnehmen. Unsere Plus-Mitglieder, die werden das kennen, die bekommen ja da auch entsprechend eine Benachrichtigung dafür. So viel zum DAX, zum Index, also zum Hauptmarkt. Dann schauen wir auf die Warta, unser Trading-Wert für den heutigen Tag. Ich hatte es erwähnt, am Donnerstag bringt die Warta Zahlen. Die Warta hatte sich bei dem Wert von 100 Euro ja, sehr deutlich stabilisieren können. Das Tief wurde hier ungefähr am 26. Oktober erreicht. Also es war schon eine ausgedehnte Korrektur. Ihr seht es hier ganz deutlich. Und man spricht ja auch von einer bullischen Flagge. Und jetzt nach diesem Ausbruch hier über die Marke von 115 Euro haben wir ein ganz klares Kaufsignal. Jetzt kann es passieren, dass wir hier in dem Bereich, wo sich die Warte aktuell befindet, also bei 1,22 ungefähr, schon vielleicht nochmal zu einer ja, gewissen Korrektur hinbewegen könnte. Also der Bereich von 1,15 kann durchaus nochmal angesteuert werden. Aber generell finden wir das einen wirklich sehr interessanten Wert, um diesen aufzunehmen. Und wie erwähnt, wir werden das dann auch nochmal später besprechen, was das eventuell für fundamentale Gründe auch haben kann, dass wir die Warta eben in den Bereich nochmal von 140 Euro sehen und wenn nicht sogar übergeordnet in den Bereich von 160 Euro. Weil das wäre dann wirklich so ungefähr das kurzfristige, mittelfristige Ziel, was bei der Warta noch möglich ist. Und da können wir jetzt gerade aus dem Chart rausgehen, weil wir haben dafür natürlich auch ein Zertifikat bereits vorbereitet, worum es dann auch später um 14.15 Uhr gehen wird unter heavytraders.live. Und zwar ist das ein Zertifikat der Morgan Stanley, natürlich ein Call-Zertifikat, also wir spekulieren auf steigende Kurse. Das, die Wertpapier-Kennnummer dafür ist Marta Cäsar 9, Marta 3 Victor bzw. Wilhelm. Und das Zertifikat, sein Long-Zertifikat, das hatte ich schon gesagt, hat einen Hebel von 2,93, also geht knapp an die Dreiermarke, also ein bisschen spekulativer, sage ich jetzt mal. Das schauen wir uns dann auf jeden Fall später nochmal an. Wir blicken auch auf andere Team-Trades, die aktuell laufen, wie sie laufen, das erfahrt ihr dann entsprechend später. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Schaltet ein unter heavytraders.live, wie erwähnt. Ich würde einfach sagen, bis später, bis gleich.